hallo, wer mag sich mit mir anfreunden? Es besteht eine 80%ige Chance, dass ihr sterbt, wenn ihr Kontakt zu mir habt, aber ich will trotzdem. Willkommen zu Part 18 der Sims 4 Black Widow Challenge, meiner allerliebst blutig messerstecherischen Let's Play-Reihe, in der wir gefühlt alle Männer töten, die Charity über den Weg laufen. Aber das ist nun mal die Passion unserer lieben guten Mörderin, oder wie sie hier nun heißt, Ilara Edwain. Also nicht wundern, wenn ich sie mal so und mal so nenne. Für mich wird das immer Charity bleiben. Ich sehe gerade, ihr geht's miserabel, was echt wundervoll ist, weil im letzten Part haben wir eigentlich gesagt, sie ist gut gelaunt und triumphierend und nun steht da einfach mal miserabel. Und ja, ihr ist so ein bisschen schlecht und sie ist dehydriert und sie muss mal ganz dringend pieseln und ich habe auch das hier gesehen, blutgetränkt von schwerem Blutfluss. Das Blut, es ist überall und ich dachte erst, das wäre von dem Morden, aber nein, die hat einfach so sehr die Tage. Dass sie ja gerade ausblutet und sich gar nicht so wohl fühlt. Da steht, die Kleidung von Ilara sieht aus wie die eines Opfers in einem Horrorfilm und sie braucht dringend eine Binde oder einen Tampon, bevor sich die Situation verschlimmert. Oh gut, wenigstens ist der Stuhl, auf dem sie sitzt, schon rot. Also ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, als irgendwie so unterwegs zu sein und nicht die Möglichkeit zu haben, sich da irgendwie zu behelfen. Also meine Liebe, dann geh mal einen Schritt schneller, auch wenn du dich absolut hundsmiserabel fühlst, dann kommst du nur schneller aufs WC. Ich frage mich gerade, ob die Tampons, die wir bestellt haben, schon in unserem Briefkasten sind. Weißt du, du wärst schneller zu Hause, wenn du gehen würdest wie ein normaler Mensch und nicht wie ein Sack Kartoffeln. Was ich ja noch gar nicht so wirklich appreciated habe, die Galerie geht auf diesem PC auch endlich wieder. Am alten Laptop konnte ich da ja die letzten Monate nicht mehr drauf zugreifen und ich konnte hier jetzt erst schauen, was mir hier alles so für schöne Männer für Charity erstellt wurden. Also da wird der eine oder andere definitiv auch noch seinen Weg in dieses Let's Play finden. Wenn ihr auch Lust habt, Männer für Charity zu erstellen, potenzielle Ehemänner, und damit leben könnt, dass sie alle relativ zeitnah das Zeitliche segnen werden, dann ladet mir doch gerne was mit dem Hashtag LunariaLP hier hoch. Und dann seht ihr euren Sim vielleicht schon bald in diesem Let's Play hier. Ich weiß ja tatsächlich noch nicht, wie ihr findet, dass wir nun verlobt sind. Wie ihr generell die Entwicklungen der letzten beiden Parts findet, die sind ja im Voraus aufgenommen. Oh, da waren unsere Sachen. Danke, Charity. Du bist echt sexy. Gut, aber ich würde sagen, du gehst erstmal pieseln und dich mal abduschen, damit du nicht mehr so ganz maximal ekelhaft bist. Und dann gehst du dich so einen Tampon reinstopfen. Oh wow, ich hatte ganz vergessen, dass wir so einen strangen Haushälter haben, der immer so ein bisschen zusammengeschlagen aussieht. Okay, mal überlegen. Sherry ist schon wieder richtig notgeil aufgewacht. Wir können uns natürlich wieder Brandon widmen. Oder wir laden uns den Kerl ein, den wir gestern in der Bar kennengelernt haben. Oder, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, wir werfen unser Netz nochmal neu aus, damit die Möglichkeiten, die sich uns bieten, noch grenzenloser sind. Ich weiß, dass wir tatsächlich Maurice noch aus unserem alten Leben kennen. Das war der Baron von Harrenhal, der mir tatsächlich auch von jemandem von euch erstellt wurde. Ich glaube, von Sims Zockerchen. Also ihn wollte ich eigentlich auch nochmal als potenziellen Ehemann einbringen. Dafür wäre es aber noch so ein bisschen zu früh. Sie hat ja gerade irgendwie so ihre neue Persönlichkeit. Und dann zu viel mit Leuten aus ihrem alten Leben in Kontakt zu sein, wäre ziemlich kontraproduktiv. Es wird sich in diesem Part definitiv auch rumsprechen, dass dieser komische Typ von der Insel verschwunden ist, also Fetu, den wir im letzten Part getötet haben. Und wo ich gerade keine Ahnung habe, wo seine Urne steht. What the fuck? Ja, und wenn wir gerade von Fetu sprechen, ihr habt vielleicht mitbekommen, ich habe das Bild ganz am Ende eingeblendet, wir hatten tatsächlich einen Zeugen beim Mord an Fetu. Also unser allerliebster Verlobter hat uns beobachtet, zumindest nicht beim Mord per se, aber er hat auf jeden Fall gesehen, wie wir da eine Pfütze aufwischen, der Sensenmann da ist und so ein Tod auf unserem Boden liegt. Also das müssen wir ihm definitiv auch noch erklären. Wir haben seitdem auch nichts von ihm gehört. Also wir wissen gar nicht so genau, was er da gesehen hat. Wenn es ganz blöd läuft, müssen wir ihn auch noch töten, bevor wir ihn heiraten können. Vielleicht haben wir ja Glück und er ist dämlich wie immer und wir können ihm die Lage gut erklären. Wir sind dieses Mal sogar so nett und laden ihn zu uns nach Hause ein. Einfach nur, weil es hier einfach heißt, Leichen verschwinden zu lassen. Ich finde es auch spannend, dass er vor unserer Tür rumgelungert hat, obwohl er uns endlich versprochen hat, dass er uns in nächster Zeit nicht mehr besuchen kommt. Wir haben ihn ja darum gebeten und er ist dieser Bitte nicht nachgekommen, aber wir haben ihn natürlich nicht gesehen. Er ist schon da, der muss ziemlich nah gewesen sein, wenn er jetzt schon da ist. Aber gut, ich hinterfrage das mal erneut nicht. Wir bitten ihn mal rein, fragen ihn,
wie sein Morgen war, ob er gut geschlafen hat, wie er so schnell da war. Ich finde es ja lustig, dass er einfach mal direkt vor der Tür zu reden anfängt. Sie bittet ihn nicht mal, sich hinzusetzen oder sonst was. Er ist kaum bei der Tür rein und sie fängt schon an. Ja, und wie geht's dir so? Wie war deine letzte Nacht? Hast du irgendwelche interessanten Beobachtungen gemacht? Also ist richtig, wie man es nicht angehen sollte. Und Brenton ist tatsächlich ein wenig durch den Wind, meint, er ist sich nicht ganz sicher, ob er letzte Nacht etwas Seltsames beobachtet hat. Er war sehr betrunken, weil er so voll Feierlaune war. Er ist noch was trinken gegangen mit seinen Kumpels, hat den alten Bekannten getroffen und wollte sie nachts auch noch besuchen gehen. Und war sich dann aber tatsächlich nicht sicher, ob da jemand bei ihr war. Und er fragt sie, ob sie denn Besuch hatte. Und sie sagt so, ja natürlich, sie hat noch Besuch gehabt. Gestern waren es zwei Freunde da, mit denen sie ein bisschen gefeiert hat. Und mit denen sie auch angestoßen hat, so wie er. Sie hatten ja beide Grund zu feiern, nur dass sie halt nirgends hin konnte. Er ist ein bisschen traurig, dass er sie nicht eingeladen hat und legt sich einfach mal eine Runde auf den Boden. Warum denn auch nicht? Und er sagt ihr dann auch, dass er letzte Nacht ja auch bei ihr zu Besuch war, vor ihrer Haustür stand und gerade dabei war anzuklopfen, als er der Meinung war, jemanden auf ihrem Boden liegen sehen zu haben. Sie sagt dann, ja, die haben so viel getrunken letzte Nacht, der ist ja einfach ohnmächtig geworden. Er ist so zusammengeklappt und dann haben sie ihm aufgeholfen und dann war wieder gut. Und er meinte so, ja, und kann es sein, dass er sich dann so ein bisschen den Kopf gestoßen hat? Und sie ahnt jetzt schon, dass er auf das Blut anspielen will, das sie da aufgewischt hat. Und deshalb antwortet sie ihm nur geistreich, ja, er hat sich zum Glück nichts getan, aber er hatte eine Weinflasche in der Hand und die ist dann zu Bruch gegangen und das war eine Riesensauerei. Und deshalb hat sie ihn dann auch gar nicht mehr angerufen, weil es sind dann alle gegangen und sie wollte auch nur noch ins Bett, weil das war alles ein bisschen hektisch und anstrengend. Und sie war noch schon ein bisschen erschrocken, als er einfach so zusammengeklappt ist. Und Brenton, gutmütig wie er ist, da glaubt ihr das natürlich wieder alles und hinterfragt das gar nicht. Und die haben sogar noch ein super Gefühl bekommen. Die sind jetzt mit einem mächtigen Band verbunden und verstehen sich super. Und Magnus aus dem Jenseits, der Charities Machenschaften beobachtet, kann natürlich auch nicht aufhören, an uns zu denken und hätte gern so ein flottes Geistertechtelmächtel mit uns. Aber nein, heute haben wir keine Zeit und keine Lust für Geistertechtelmächtel. Wir haben heute nur Augen für unsere lieben Brenton. Charity sagt auch, dass es eine doofe Idee war, ihn zu bitten, nicht vorbeizukommen. Sie sagt, sie hat ihn gerne hier und da kann sie selbstverständlich auch wieder jederzeit besuchen kommen, so wie es früher immer der Fall war. Wir könnten eigentlich wieder so ein richtig schönes, fassadenhaftes Familienleben führen heute, mit dem Sohn irgendwo hingehen. Aber da ist ja noch diese Kleinigkeit mit dem lieben Magnus, der uns verfolgt. Also solange wir hier irgendwie diese Fake-Geschichte aufrechterhalten vor dem guten Brenton, können wir hier nicht einfach weggehen. Aber ich meine, wir haben den Urlaub sowieso zu Hause, die darf dann ihr Landschaftsgemälde fortfahren und Brenton darf sich so ein bisschen um Michael kümmern, der da voll Bock drauf hat und einfach weiter pennt. Brenton ist ja so absolut fremd für ihn und wenn Brenton ja bald sowas wie sein Stiefvater wird, dann müssen sie es ihn natürlich verstehen. Aber ich glaube, Michael spürt irgendwie schon tief in seinem Inneren, dass er sich mit Brenton gar nicht verstehen muss. Wow, Brenton weiß offensichtlich nicht so ganz, was er damit anfangen soll. 158 Simoleons plus Ruhm. Wer wird denn so ein potthässliches Gemälde bitte kaufen? Vor allem an einen Sammler. Weißt du, das ist das erste Bild, das du malst. Als ob es da irgendwie so einen Sammler gäbe, der sich für den scheiß hässlichen Airbrush-Bilder interessiert. Das sieht halt aus wie Sachen, die man so mit 6 Jahren im Paint malt. Ich muss gehen. Brenton geht irgendwie immer, nachdem wir ein Techtelmechtel hatten. Das ist so ein Pisser. Außer wenn wir bei ihm zu Besuch sind. Aber da kann er es halt einfach nicht rauswerfen. Das wird komisch kommen. Ich weiß auch noch nicht, wie glücklich ich mit Eric als Alternativ-Ehegatten. Der ist sogar was? Der ist verheiratet mit Alice Lewis, geht voll auf unsere Flirts ein und warte mal, er ist verheiratet. Und war aber noch Jungfrau. Es ist jetzt Abend, kurz vorm Dunkelwerden. Perfekter Zeitpunkt, um noch so ein bisschen an den Strand zu gehen, würde ich sagen. Aber es ist eigentlich falsch mit mir. Jetzt gehe ich extra wohin, wo wir Michael mitnehmen können und dann vergesse ich ihn zu Hause. So, du kommst hierher. Perfekt. Unser Teleportationskind ist auch da. Und außer uns ist hier absolut niemand. Wow. Och, doch, da. So, wer bist du denn? Loario, Yosua und Nalani Machiai. Okay.
Sehr schön. Gibt es hier irgendwas, was Brenton tun kann, außer absaufen? Schaut nicht so aus. Im offenen Wasser spielen, das klingt doch nach etwas, was unser Kind unbedingt tun sollte. Ich weiß nicht, wie sicher das ist. Können Kleinkinder in Sims 4 sterben? Ich habe keine Ahnung. Hallo, wer mag sich mit mir anfreunden? Es besteht eine 80%ige Chance, dass ihr sterbt, wenn ihr Kontakt zu mir habt. Aber ich will trotzdem. Okay, so ein bisschen niedlich ist das jetzt schon. Hui. So, wow, Cherry, du bist echt weit gekommen in der Zeit. Wieso bist du so müde? Das ist ja nicht normal. Als ob der das jetzt so schnell gebaut hat. Wird das eine Kuhpflanze? Also das wäre natürlich voll mein Sohn, wenn er jetzt so eine sinnfressende Pflanze im Sand nachbauen würde. Warum geht's dir nicht gut? Wilhapa. Oh. Ja, gut. Essen. Kräuterheilmittelbraun. Was? Okay. Grillen. Ofenkartoffeln. Jetzt schauen sie doch fast aus wie eine liebe normale Familie. Fast. Brenton? So, Brenton, was machst du denn hier? Laei? Brenton kennt Laei? Ja, da ist Alika und die hassen uns einfach mal beide. Warum versteht sich Brenton mit Leuten, die uns hassen? Heute ist Liebestag. Das wäre wirklich die perfekte Gelegenheit, mit Brenton zu heiraten. Ich würde ja eigentlich viel lieber den nächsten potenziellen Ehemann hier auf der Insel finden. Denn wenn wir jetzt diesen komischen Eric aus Del Sol Valley heiraten, beziehungsweise ich weiß ja noch gar nicht, wo der lebt. Ich habe keine Ahnung, wo der lebt. Und er ist auch verheiratet. Das wird zu lang dauern. Wir müssen einen anderen potenziellen Ehemann finden, der zuerst in unser Beuteschema passt. Und ich glaube, heute am Liebestag, abgesehen davon, dass wir uns da mit Brenton treffen, sollten wir uns auch ganz dringend nach einem neuen Opfer umsehen. Sogar, dass sie die Fische gefüttert hat, hat sie geil gemacht. Cherry ist einfach so ein wandelnder Fetisch. Die findet einfach alles geil. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Flucht vor Joseph so gut geklappt hat. Also er hat uns ja bis heute noch nicht gefunden hier auf der Insel. Er hat uns einmal angerufen, am ersten Tag, an dem wir hier gelebt haben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er weiß, wo wir sind, auch wenn Charity das nicht ahnt. Joseph hat seine Augen und Ohren einfach überall. Ich habe langsam auch aufgegeben, irgendwie so auf der Insel einen Einheimischen zu treffen, den wir uns angeln können. Irgendwie sind die Leute hier alle richtig, richtig seltsam. Ich glaube, wir gönnen uns die Insel vorerst wirklich als Rückzugsort und suchen unseren nächsten Ehemann auch woanders. Wir haben auf jeden Fall Liebestag, also nochmal eine gute Gelegenheit, einen neuen potenziellen Ehemann zu finden. Erstmal schicke ich Charity aber eine Runde ins Bett, weil das kann ja nicht sein, dass die einfach den ganzen Tag nicht ausgeschlafen ist. Und mit jedem zur Verabredung gehen. Ja, das machen wir heute alles noch. Stress mich nicht, Liebestag. Erstmal müssen wir hier ein bisschen mit Luario flirten. Er geht auch auf unseren Flirtversuch ein. Da machen wir nochmal so einen koketten Witz oben dran. Warum geht das eigentlich immer so verdammt schnell bei den Sims? Das ist echt nicht normal. In Blut getränkt. Och, schon wieder. Naja, das ist eh schön. Alles ins Meer gegangen. Hat sich ja ein paar Haie angelockt. Pass auf, jetzt wird er gleich weggefressen. Ist sie gerade auf der Seite für Männer reingegangen? Also ich muss ja sagen, ich bin zwar absolut nicht so dieser Sommer- und Sonne-Fan, aber wenn ich die hier sehe, dann habe ich auch Lust, schwimmen zu gehen. Eric! Ja gut, hoppla. Wo ist denn unser Love Interest hin, mit dem wir da gerade rumgeschmust haben? Der scheint weg zu sein, aber Eric ist jetzt hier. Wir nutzen einfach mal die Gelegenheit, um Eric auch nochmal Hallo zu sagen. Oh, Brenton? Das Gewürzfest wurde eröffnet. Du brauchst mich nur zu begleiten. Nur dort bekommt man wirklich frische Zutaten. Nein. Aber wir gehen abends was essen, mein Lieber. Aber nicht ja. Oh, es ist abends. Die Black Widow Challenge ist irgendwie so ein richtiges Bitch-Let's Play. Du krebst einfach einen Kerl nach dem anderen an und heiratest dann alle nach der Reihe und mordest alle weg. Das ist eigentlich Chaos-Let's Play, nur mit man schleppt vorher noch alle ab. Oh Gott, stellt euch mal vor, ich müsste im Chaos-Let's Play erstmal alle heiraten, bevor ich die töten darf. Ich will nichts mehr anderes tun. So, und jetzt kannst du weggehen. Tschüss. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und sicher gehen, dass du uns auch ja nicht vergisst. Reisen mit Brenton. Es ist ja Liebestag. Das heißt, wir müssen essen gehen. Für Tisch bestellen. Das klingt doch toll. Jetzt setz dich hin, du Pisser. Brenton, du bekommst ein Wasser. Mehr gibt's für dich nicht. So. Ich weiß, dass sie eigentlich so eine Weinsäuferin ist, aber wir sind hier auf einer tropischen Insel, natürlich magst du sowas. Fisch ist immer super. Das bekommt Charity. Lachsmaki ist auch richtig gut. Bratfisch. Ich glaube für Brenton
Nehmen wir irgendwas Schräges. Kugelfische die Giere mit der potenziellen Chance, dass man abkratzen kann. Das wäre doch gut. An dem Zeug ist Cherrys Vater verreckt. Ja, ich glaube, Brenton, der traut sich hier nicht so ganz. Brenton ist auch kein Fischfreund. Der nimmt sich einfach nur so eine Pasta und das war's dann. So, wann kommt denn hier mein Gemampfer? Bitte, danke schön. Die unterhalten sich hier tatsächlich so lange richtig gut. Oh, wir haben auch schon Hunger. Wir haben Merkmal von ihm in Erfahrung gebracht. Jetzt kennen wir alle. Er ist kleptomanisch, ehrgeizig und romantisch. Na, das passt doch gut. Vor allem das Kleptomanische passt gut. Aber jetzt könnt gern mal unser Essen kommen. Oh, im perfekten Moment. Das nenne ich mal Timing. Brenton, bist Pisser. Nimm da jetzt sein Zeug und geht woanders hin. Und geht zu dem Tisch, der so weit weg wie nur möglich ist. Sei froh, dass ich dich nicht richtig schön leiden lassen kann in Sims. Gut, dann bequatschst du halt irgendwie so Brittany Peters, die geheiratet hat und jetzt nicht mehr Brittany Joe heißt. Cherry is einfach. Das sind Vollpfosten und du kannst ihn so schon sehr bald töten. Vergiss das nicht. Und weißt du was? So als ausgleichende Gerechtigkeit rammst du heute einfach noch Brittany Joe, oder wie es jetzt heißt, Brittany Peters, das Messer in den Röckchen. Das ist ein richtig super Deal. Meinst du nicht auch, Charity? Nimm sie, krall sie dir, quatsch sie an und dann lock sie an einen abgelegenen Ort. Oh, Brittany, meine allerliebste Brittany, hier kann dich niemand schreien hören. Und es ist mir echt egal, dass die Verabredung nicht erfolgreich war, denn in diesem Fall wird unser lieber guter Brenton sowieso nicht mehr lange Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen. So, Brittany, ich würde sagen, dir ein bisschen in die Brust zu stechen, ist doch das Mindeste, was wir in diesem Fall tun können, findest du nicht auch? Und weil wir eine Meisterin im Morden sind und niemand uns jemals verdächtigen würde und niemals erahnen würde, dass wir das waren, werden wir natürlich auch gleich das Blut abwaschen. Hat natürlich niemand gesehen. Alex Peters, hast du vielleicht irgendwas gesehen? Wir müssen eh noch drei Sims schlagen. Ich würde sagen, wir klatschen die einfach K.O. So, nicht tödliche Interaktionen. Punch. Nicht tödliche Interaktionen. Oh, Zeugen. Nicht punchen, Zeugen. Ich weiß auch nicht, was das war. Oh nein, der wischt da das Blut auf. Es war Paolo, ich sag's euch, es war Paolo. Och, Brenton, du hast doch gerade noch mit ihr gesprochen, nicht wahr? Och, wie tragisch das ist. Och, wie tragisch das ist. Willst du so ein Küsschen zur Beruhigung, mein Lieber? Ich verstehe auch nicht, was da los war, Brenton. Das ist einfach nur furchtbar, dass da jemand ermordet wurde. Direkt vor dem Restaurant, vor unser aller Augen. Ist das nicht grauenvoll? Ist das nicht grauenvoll, Brenton? Magst du nicht mit zu mir nach Hause kommen? Da fühlst du dich doch sicher. Sicher. An welchem Ort könnte er sicherer sein als bei uns? Das ist hier die Frage. Die Antwort darauf erfahren wir aber erst im nächsten Part. Denn der ist für heute zu Ende. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und jeder Daumen nach oben ist wie immer ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Mörderglas der Welt. Bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und vergesst mal Tschüss.